Hallo und herzlich willkommen zurück zu Monstrum. So, wir sind jetzt einmal mit dem Rettungsboot entkommen und einmal mit dem Hubschrauber. Jetzt fehlt nur noch das U-Boot und ich würde sagen, da machen wir uns jetzt gleich mal auf die Suche nach den benötigten Teilen dafür. Das Schöne ist, wenn man bewusst nur einen Fluchtweg benutzen will. Kann man sich viele andere Items sparen mitzunehmen, weil man nicht flexibel sein muss. Und spart dadurch tatsächlich eine ganze Menge Inventarplatz. So ist zumindest mein Plan. Und ich bin mal gespannt, was wir heute für ein Monster haben. Bin ich heute in einem anderen Deck gespawnt? Ich bin doch immer im Deck 5 gespawnt, oder? Das sieht mir aber irgendwie nach einem unteren Deck aus, so hier. So 1 bis 3 oder sowas. So, gucken wir mal da rein. Was haben wir denn da? Nisch. Spinde zum Verstecken, Tassen, Flasche, brauche ich alles nicht. Bin ich denn? Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Ich glaube sogar, das Monster ist verwirrt. So, suche ich mal ein Treppenhaus. Wie immer laufe ich hier ganz gemütlich durch die Gegend, um nicht unnötig Lärm zu machen. Hier war eine Tür. Habe keine Ahnung, wo ich bin. Hier bin ich gespawnt. Herzlichen Glückwunsch. So, dann gehe ich jetzt mal hier lang. Oder bin ich hier schon lang? Aha, da haben wir ein Treppenhaus. Ich gehe jetzt erstmal hoch. Denn ein Tipp von euch war, dass es auf der Brücke immer gute Items gibt. Da hinten im Eck beim Rettungsboot, wo ich beim letzten Mal die Luftpumpe gefunden habe. Und noch irgendwo. Das habe ich aber schon wieder vergessen. Ich glaube, hier ist der Helikopter. Eigentlich müsste ich auf die andere Seite. Ich war auf der richtigen Seite. Und deswegen, da weiß ich zumindest mal, wo es ist. Deswegen gehe ich da jetzt mal als erstes hin. Ich weiß immer noch nicht. Ja, hier ist der Helikopter. Ich weiß immer noch nicht, ob ich. Also, ich habe ja bis jetzt das U-Boot, hatte ich ja schon mal fast fertig gehabt. Was ich jetzt natürlich immer noch nicht weiß, ist, brauche ich. Also, die Lampen. Zählen die als ein Item oder als zwei? Ne, ich glaube, von hier aus komme ich halt auf die andere Seite. Da gehe ich mal ein Deck weiter. Hä? Oh nein. Wo bin ich denn jetzt schon wieder? Benzinkanister brauche ich keinen. In den Kartons kann auch was drin sein. Habt ihr gesagt, hier ist noch eine Sicherung? Okay. Zwei Sicherungen. Damit habe ich auf jeden Fall schon mal die Möglichkeit. Bin schon wieder genau da, wo ich vorhin auch war. Jetzt habe ich auf jeden Fall schon mal die Möglichkeit, zwei Sicherungstüren aufzumachen. Was ist das denn für ein Geräusch? Ist das
Monster, das ich schon nicht hatte. Irgendwas macht hier komische Geräusche. Jetzt mal eine ganz blöde Frage. Baut sich die Map irgendwie random auf? Also können die Gänge und Wege unterschiedlich sein in irgendeiner Form? Ich bin ein Vollidiot. Ich muss ja in die Richtung, um auf die andere Seite vom Schiff zu kommen. Ich war ja schon ganz am Ende. Okay, mein Fehler. Wie funktioniert das andere Monster? Ich weiß nur, dass es durch Lüftungsschächte krabbeln kann. Da ist der Kran. Das heißt, hier ist das Rettungsboot. Ja, ich bin einfach nur komplett falsch gelaufen. Ich gehe jetzt einfach mal hier rein. Ah. Da haben wir das Deck 5. Oh, hier ist eine Kamera. Oh, nein. Wieder raus wollte ich nicht. So, Deck 6. Gucken wir uns doch hier mal um. Hier liegt manchmal ein bisschen was rum, aber diesmal nur eine Tasse. Nope. Ich gehe jetzt einfach mal hier lang. Eine Eieruhr, sehr schön. Was zur Hölle? Okay, das ist definitiv das andere Monster, weil das hier ist neu. Nur was bedeuten die Dinge? Kann das da rauskommen? Boah, da ist ja noch eine Kamera. Oh, verdammter Mist. Boah, gib mir irgendwo ein Versteck. Ah, jetzt juckt meine Nase. Okay, dann spiele ich jetzt auch mal gegen dieses seltsame Wesen. Sein, dass er durchsichtig ist? Oder sah das jetzt nur so aus? Hallo, hier ist noch... Ah ne, hier ist ein Glowstick. Ich dachte, das wäre noch eine Taschenlampe. Ich höre schon wieder blubbern. Und da ist wieder eine Kamera. Sagt mir das Blubbern quasi, dass das Monster in der Nähe ist? Auch diese Kamera. Einmal hier rein. Haben wir hier irgendwas? Ein Benzinkanister. Mülleimer vielleicht? Nope. So. Feuerlöscher kann ich schon mitnehmen. Hier kann ich eine Sicherung reinmachen. Aber da vorne ist auch eine Kamera. Okay, kann ich schon sehen, was da drin ist? Hier sind eine ganze Menge Schubladen. Dem potenziell was drin sein kann. Überall blubbert's hier rum. Klebeband.
Damit kann ich zumindest mal die Kameras ausschalten. Das war knapp. So. Gehen wir mal da rein. Ist auf alle Fälle der Bolzenschneider, der ganz cool wäre, wenn ich ihn brauchen würde. Und sonst nix. Okay, das war ein Griff ins Klo, aber wir haben einen neuen Rückzugsort mit Spinden. Weil, oh Gott. Nicht schon wieder diese verdammten Kabinen. Hallo? Ja, okay, ich will hier jetzt auf jeden Fall erstmal hoch. Ich suche mir jetzt mal ein Treppenhaus. Ah! Zum Beispiel das hier. Wieso fängt die Musik an? 6-6. Dann gehe ich mal noch eins hoch. Da müsste jetzt die Brücke sein. Ja. Schon sehr entspannt mit dem, wie heißt das Zeug? Klebeband. Passe brauche ich nicht. Oh, hier ist was fürs U-Boot. Und mein Inventar ist jetzt schon wieder voll. Mal hier rein. Ich bezweifle, dass hier irgendwas mega Gutes ist, aber man. Toll, ich kann spülen. Herzlichen Dank. Das hilft mir weiter. Zugeklebt. Ja. Dann gehe ich mal Richtung. Ah, die ist auch schon zugeklebt. Ja, hier geht's zum Boot. Das ist da hinten eine Tasche. Eine Tasche wäre jetzt das Beste, was mir passieren könnte. Oh! Wieso blockt es einfach vor mir auf? Mach auf, mach auf. Wieder rein, mach die Tür zu. Wo kam das jetzt her? Ich will doch nur die Tasche haben, Mensch. Lass mich doch einmal da dran. Was Monster ist halt jetzt rein theoretisch in der Nähe? Das jetzt her? Ach nein, sind es die Scheinwerfer? Oh Gott, schmeiß die Taschenlampe weg, die benutze ich eh nie. So. Okay. Ich habe doch jetzt alles, was ich brauche. Ich habe eine Sicherung. Ich brauche noch ein Schweißgerät. Kriege ich jetzt das Schweißgerät her? Ich gehe auf jeden Fall erstmal nach unten. Und hoffe, dass ich das U-Boot diesmal finde. Nicht so wie beim letzten Mal, als ich so planlos durch die Gegend gelaufen bin und das U-Boot nicht gefunden habe.
Maschinenraum. Richtung Maschinenraum war doch auch das U-Boot in der Nähe. Das heißt, ich bin hier doch gar nicht mal so verkehrt. Das ist was für die Eieruhr. Das ist die Luftpumpe. Brauche ich nicht. Ich poke jetzt einfach mal darauf, dass hier keine zwei wichtigen Items in einem Raum sind. Und heb mir die Eieruhr für einen anderen Raum auf. Wenn wir da nochmal Klebeband. Brauche ich keins mehr. Den Dampf mache ich aber erstmal aus, wenn ich eh schon hier bin. So. Warte. Aber damit laufe ich ja theoretisch wieder auf die andere Seite vom Schiff, deswegen bleibe ich erstmal hier. Ich habe hier unten keine Orientierung, wo ich hinlaufe. Der Maschinenraum. Das ist schon mal ein sehr, sehr guter Anhaltspunkt. Hier ist so ein Telefon. Telefone sind nicht schlecht, aber ich weiß nicht, ob ich dafür jetzt eine Sicherung raushauen will. Vor allem, weil ich sowieso nur eine habe. Sorry, wenn ich dazwischen drin so Aussetzer beim Reden habe, aber ich höre mich halt gut um. Guck, ob ich das Monster lokalisieren kann. Was haben wir hier? Noch eine Sicherung wäre gut. Weil eine brauche ich fürs U-Boot. Und ja, ich muss bestimmt noch eine Tür aufmachen. Wie bin ich jetzt vom Maschinenraum zum U-Boot gekommen? Das weiß ich tatsächlich nicht mehr. Einfach mal noch weiter runter. Das U-Boot muss ja ganz unten sein. Das kann ja nicht oben sein. Das muss ja quasi unter Wasser irgendwo gestartet werden. Ist jetzt so. Alter. Oh mein Gott. Sackgasse. Mach doch sowas. Sackgasse. Na toll. Da kann ich mich nicht verstecken. Wo ist mein Feuerlöscher? Ja. Ich bin dann mal tot. Och Mann. Oh Mann, oh, wie ärgerlich. Ich hab's erste Mal die Lichter gefunden. Ich hab endlich mal wieder den Maschinenraum gefunden. Ja gut, ich glaube, wenn ich jetzt noch eine Runde hinten dran hänge, wird es zu lang. Das sind jetzt gute 20 Minuten. Dann ist es jetzt mal eine kürzere Monstrum-Runde. Oh, wie ärgerlich. Ich hoffe, euch hat's trotzdem gefallen. Wir haben zumindest mal das letzte Monster gesehen. Da hatten wir gegen alle mal. Also ich finde das am schwersten. Die anderen sind vorhersehbar. Das ist so, kommt random irgendwo raus. Und da werde ich viel hektisch. Also, sag mir mal, welches Monster ihr am schwersten findet. Das würde mich echt mal interessieren. Also, ich finde jetzt das Monster am allerschwersten bis jetzt. Verrückt. Ich bin nicht dumm in eine Sackgasse gerannt. Okay, dann hoffe ich mal, dass euch die Folge gefallen hat. Auch wenn die jetzt ein bisschen kürzer war. Wenn es euch gefallen hat, dann zeigt mir das mit einem Daumen nach oben. Lasst ein Abo da, wenn ihr mehr davon sehen wollt. Und wie gesagt, schreibt in die Kommentare, wenn ihr noch Tipps habt, welches Monster ihr am schwersten findet. Schreibt einfach, was ihr wollt. Ich freue mich über jedes Kommentar. Und damit verabschiede ich mich bis zum nächsten Mal beim Monstrum. Haut rein.